Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder auch Abend. Unser heutiges Workout besteht wieder aus Intervallen. Wir machen immer 2 Minuten Arbeit, 1 Minute Pause. Wenn wir das Ganze 5-mal wiederholt haben, ist das Workout vorbei. Wir machen in diesen 2 Minuten 30 Mountain Climbers und dann den Rest der Zeit Double Unders, so viele Wiederholungen wie möglich. Wenn wir nicht mit dem Seil springen, dann machen wir Linehops, suchen uns irgendein Objekt, über das wir drüber springen können. Wenn wir aber Seil springen, dann ist das Ganze sehr schulterlastig und wir müssen uns darauf fokussieren, unsere Schultern nicht in den ersten 2 Intervallen komplett zu überladen. Nehmt also eure Pausen mit Bedacht, nicht mit Vollkaracho gegen die Wand fahren und dann wird alles gut. Gut, unser Warm-up. Als erstes machen wir mal 10 Spider-Man-Reaches. Das heißt, langer Ausfallschritt nach vorne. Dann bringen wir beide Hände neben den vorne stehenden Fuß und die Hand, die jetzt näher zum Fuß steht, drehen wir hoch und dann so weit wie möglich unten durch zur anderen Seite. Der Blick macht die Bewegung immer mit. Wir machen 5 Wiederholungen pro Seite und in den Endpositionen die Dehnung immer für einen kurzen Moment spüren. Ah, 5 pro Seite, 10. Clever. Normalerweise bin ich gut in Mathe. Ich glaube, hier ist niemand mehr. Ja. Gut. Und dann kommen wir hoch und machen 20 Jumping Jacks. Ganz normale Hampelmänner, Füße sind geschlossen, Hände sind unten und springen die Füße nach außen und die Hände kommen über Kopf. 20 Stück und los. Unsere dritte Übung sind Inchworms, sprich, wir stehen mit den Füßen ungefähr hüftbreit auseinander, Beine sind gestreckt, dann lassen wir uns nach vorne überbeugen, die Hände kommen zum Boden und dann laufen wir mit den Händen nach vorne so weit wie möglich, halten einen kurzen Moment die Spannung und laufen mit den Händen wieder zurück, hinten angekommen, einmal wieder komplett aufrichten und das Ganze noch 2 weitere Mal. Sehr schön. Genau von diesen 3 Übungen machen wir jetzt nochmal 2 weitere Runden. Wir fangen wieder an mit unseren Spider-Man Reaches. 5 Wiederholungen. Wir möchten das hintere Bein gerne durchstrecken, um das Ganze noch ein bisschen zu verstärken. Gut, damit fertig. Stehen wir wieder auf und machen wieder 20 Jumping Jacks. Versucht dabei die Arme schön gestreckt zu halten, damit wir den ganzen Bewegungsradius durchgehen müssen. Und das. So, dann nochmal 3 Inchworms. Sehr schön. Und
eine letzte Runde. Wir haben angefangen mit den Spider-Man-Reaches. Sehr schön. Und die letzten drei Inch-Worms. Wir versuchen jetzt nochmal ganz kleine Schritte mit den Händen zu machen, damit die Schultern auch ordentlich warm sind, wenn wir zum Workout gehen. Sehr schön. Dann brauchen wir für unseren Workout das Sprungseil oder irgendein Objekt, über das wir drüber springen können, ohne dass es wegrollt, wenn wir aus Versehen dagegen kommen. Und dann sehen wir uns gleich für die Workout-Vorbereitung wieder. Wir kommen zu unserer Workout-Vorbereitung. Das erste, was wir machen, ist, wir gehen mal runter in die obere Liegestützposition. Die Arme sind gestreckt, der Oberkörper ist schön angespannt, damit alles fest und stabil ist, und dann ziehen wir ein Bein nach vorne, möglichst nah zu unserem Arm ran. Dann strecken wir das Bein wieder und machen das gleiche mit der anderen Seite auch. Sehr gut. Das Ganze wiederholen wir jetzt nochmal 5 Wiederholungen pro Seite. Sehr gut. Kurz ablegen, Arme ausschütteln und dann machen wir die gesteigerte Version davon. Wir sind wieder in derselben Ausgangssituation. Arme gestreckt, Oberkörper schon angespannt, Beine durchgestreckt. Und jetzt machen wir dieselbe Bewegung, aber für 5 Wiederholungen pro Seite so schnell wie möglich. Sehr gut. Ihr habt gemerkt, 5 Wiederholungen pro Seite sind ziemlich schnell vorbei. Dementsprechend wird es auch im Workout ablaufen. Die 30 Wiederholungen werden nicht zu lange dauern, aber wenn wir da zu viel Gas geben und nicht irgendwo eine kurze Pause einlegen, dann sind unsere Schultern nicht mehr fit genug für unsere Double Arms. Deswegen gerne ein bisschen aufteilen, auf 2 Sätze zum Beispiel, aber das könnt ihr jeder für sich entscheiden. Sind es 30 pro Seite oder insgesamt? 30 pro Seite. 30 pro Seite, ihr habt es gehört. Nein. Kann man handeln? Nein. Genau. Dann kommen wir zu unserem Sprungseil. Wir stehen mal auf, nehmen es in die Hand und dann machen wir erstmal 20 Single Unders oder wer kein Seil hat, springt 20 Mal einfach locker in die Luft. Sehr schön. Und kurz durchschnaufen und dann machen wir 20 Double Unders. Oder wer kein Seil zur Verfügung hat, der springt jetzt 20 Mal über das Objekt seiner Wand. Deswegen wollen wir auch noch eine kurze Proberunde,
direkt dranhängen, wo unser Puls eh schon leicht gestiegen ist. Wir machen 30 Mountain Climbers insgesamt und dann nochmal 30 Sprünge, entweder Double Unders oder Lateral Jumps. Und los. Thank you.
nicht aus. Du atmest halt ganz normal weiter, gell? Ich muss doch mal, wenn ich mich gut fühle mit der Atmung, zähle ich mit. Versuche ich, mehr auszuatmen als einzuatmen. Zum Beispiel ein, dreimal aus. Achso. Okay, das muss man auch so machen. Genau, dann gehe ich nach den Sprüngen und versuche meine Atmung wieder zu bringen. Das habe ich auch gemerkt am Ende, dass ich auf den Brustkorb habe, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Das ist definitiv ein langer Workout. Ja. Aber wir haben ja schon fast die Hälfte. Fast. 40%. Ich habe versucht, so zu atmen, wie du gesagt hast, aber dann konnte ich nicht mehr zählen. Also ich kann aktuell nur entweder atmen oder zählen. Ja. Dann das ist mir jetzt auch schwer. Ja, die Pause bei dem Mountainbiken, das waren sehr schnell, dann bin ich wieder erhascht. Ja, ich habe nur 5 Sekunden. Oder 6. Ja. Also gewinnt man nichts. We'll be right back.
Sammlern erteilen. Ich habe lange so eine Belastung. Fuck. Das ist auch gut bei dir, oder? Das wird also ganz lang an die Schulter kommen. Ja, voll. Wie viel bist du denn jetzt runtergehen? Ich kann jetzt knapp 160, also ich kann jetzt keine 20er-Sätze mehr machen. Bei 18 oder so merke ich, dass ich einbreche und dann höre ich lieber auf, als statt dass ich hängen bleibe. Thank you.
Sie Doc. Spaß gemacht und wir konnten ein bisschen schwitzen. Ja, also, würden uns freuen, wenn es euch gefällt, liken, teilen, kommentieren, auf Instagram verlinken, Facebook. Macht ein TikTok-Video. Hey, seid mal ganz verrückt. Ansonsten würden wir uns natürlich freuen, euch wiederzusehen beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.